Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Horses. Leute, unser kleiner Blue Blood ist im Moment ein Fohlen auf Stufe 5. Wir haben ja vorgestern angefangen, ihn zu verpflegen. Da hat er es bis Stufe 3, glaube ich, geschafft. Dann habe ich gestern im Off die Stufe 3 und 4 gemacht und jetzt sind wir bei der Stufe 5 und jetzt versorgen wir ihn weiter, Leute. Und das Besondere an der heutigen Folge ist, heute wird er auf Stufe 6 erwachsen. Ich freue mich mega drauf. Ich glaube, er ist einfach ein richtig, richtig hübscher Kerl. Viele haben geschrieben, hä, Fohlen haben doch gar keine Roan-Zeichnung als Fohlen. Das stimmt, Leute. Ich denke aber, dass Star Stable einfach zeigen wollte, dass er der Roan ist und dass er nicht ein normaler Rappe ist. Ich meine, wenn man ein Pferd bekommt in Real Life, dann ist es ja erstmal irrelevant, ob er Roan ist oder nicht. Aber ich glaube, dass hier im Spiel einfach viele den Roan halt haben wollen. Deswegen ist er eben als Fohlen schon aufgeroant. Wir gehen jetzt als allererstes mal in den Stall, Leute, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob wir das draußen machen können. Ich mache das auf jeden Fall immer im Stall, weil es natürlich auch Sinn macht, dass man im Stall füttert und so weiter. Gell, Kraftfutter, kleiner Blue. Oh, du bist auch so fein. Du bist auch so fein und so prima. Leute, ich flippe komplett aus. Er ist so unfassbar niedlich. Und ich freue mich schon so, wenn wir ihm... Wenn, was? Ich freue mich schon, wenn wir ihn ins Spiel transferieren, Leute. Denn ich habe mich dazu entschieden, dass wir ihn auf jeden Fall holen werden, weil ich... Leute, was soll ich sagen? Ich bin verliebt. Ich finde ihn super. Und wie gesagt, er kommt mit Level 10 ins Spiel. Somit muss man nicht ganz so viel leveln, denn im Moment habe ich einfach nicht privat so viel Zeit zu leveln. Und deswegen kommt es natürlich sehr gelegen, dass er schon dann mit Level 10 ins Spiel kommt, der kleine Bub. Du bist auch so fein! Du kleiner Franz! Oh mein Gott, Leute. So, ihr habt aber auch alle gesagt, dass ihr ihn so unfassbar niedlich findet. Und ganz viele von euch, glaube ich, ziehen ihn auch groß. Ich meine, theoretisch, wenn ihr keine Starcoins habt, könnt ihr ihn in der App lassen. Solange bis ihr irgendwann mal Starcoins habt auf Level 10. Ihr könnt ihn aber auch einfach immer mal wieder großziehen und mit ihm in der App spielen. Das ist natürlich auch möglich. Es ist übrigens kein Problem, wenn ihr ihn jetzt nach Star Stable holt für 950 Starcoins, Leute. Und ihr dann in Star Stable bereits bei euch... Ihr habt gesagt langsam, okay. Oh mein Gott, das funktioniert richtig, Leute. In der letzten Folge hatte ich gesagt, das muss man, glaube ich, schnell machen. Und alle so, sehen die, das macht man natürlich langsam. Okay. Ich bin gespannt, ob ich es mir bis nächstes Mal, bis wir wieder einen Fohlen großziehen in der App merken kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber für heute konnte ich es mir auf jeden Fall merken, Leute. Aber es ist so, dass wenn ihr das Pferd bereits in Star Stable gekauft habt, dass ihr das aus der App ohne weiteres löschen könnt, da das Pferd mit Star Stable dann nichts mehr zu tun hat. Ihr könnt das Pferd aber natürlich auch so lange dann in der App lassen, wie ihr wollt und es erst dann rauslöschen, wenn ihr ein neues Pferd haben wollt. Also insgesamt könnt ihr zwei Pferde haben. Es gibt theoretisch mehrere Ställe, die müsstet ihr aber kaufen. Ich persönlich finde, das rentiert sich nicht, weil ich ziehe halt die Pferde in der App groß, hole sie nach Star Stable und dann kann man sie ja einfach locker easy wieder löschen. Oh mein Gott, wir sind gleich Level 6, Leute. Wir müssen noch eine Sache machen, dann sind wir Level 6. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit bin, dass mein kleines Foli schon erwachsen wird. Leute, sie werden so schnell groß. Das machst du so fein, du kleiner Fratz. Das machst du so prima. Och Gott, Leute, nicht mehr lang. Ich bin, oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Ich weiß nicht warum. Ich weiß ja bereits, wie er aussieht. Man hat es ja am Anfang auf dem Bild gesehen. Aber es ist dann irgendwie trotzdem nochmal was anderes, wenn sie dann tatsächlich im Spiel groß werden, Leute. Und... Tada! Oh mein Gott, er ist so, so toll. Leute, die Animationen in der App sind vollkommen anders als die Animationen, die das Pferd dann im Spiel haben wird. Das ist, kommt einfach daher, dass die Animationen einfach für ein Pferd sind oder für zwei. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob alle Pferde die gleiche Animation haben. Aber Leute, im Spiel wird er natürlich die Quarter-Animationen haben, da ja in Star Stable die Quarter-Animationen bereits bestehen. Hier in der Star Stable Horses App gibt es die Quarter-Animationen nicht. Das wäre aber, glaube ich, ein bisschen zu viel für das Spiel, dass man das komplett ändert. Oh mein Gott! Leute, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr ihn? Ich finde ihn einfach nur traumhaft und guckt mal seinen dicken, fetten Popo an. Ja, der ist einfach, oh mein Gott, ich... Leute, es tut mir leid, ich freue mich einfach so.
Ich freue mich einfach so. Wie gesagt, am Montagmorgen versorge ich ihn nochmal im Off und am Montag holen wir ihn dann tatsächlich ins Spiel. Da werde ich ihn dann zu Ende verpflegen und ihn dann sofort ins Spiel holen und natürlich dann alles nochmal zeigen. Und wir werden auf jeden Fall ihm auch eine Ausrüstung kaufen, eine eigene, denn ich möchte gerne für alle meine Quarte eine eigene Ausrüstung haben und da freue ich mich auch schon richtig drauf, Leute. Ich bin mega gespannt, was ich nehmen werde und was ihm halt vor allem an Dingen auch steht. Er ist ja so, ja, das Roan ist ja so ein bisschen bläulich, Leute. Und ich weiß nicht, ob irgendwas Blaues gut aussehen würde, Leute. Ich werde mir auf jeden Fall die Zeit nehmen und hoffentlich das perfekte Western-Outfit für ihn finden. Oh, dann müssen wir noch kleine Äpfel geben oder wollen wir heute mal Karottchen geben? Ich meine, Zucker geben wir ihm nicht, Leute, weil darauf stehe ich nicht so. Man sollte Pferden definitiv keine Zuckerwürfel geben. Definitiv nicht. Das macht die Zähne kaputt und ist auch wirklich nicht gut für die Verdauung und so weiter. Ich weiß nicht, warum sich das so hartnäckig hält, das Gerücht, dass man Zuckerwürfel geben kann, denn das ist einfach richtig schlecht für die Pferde, Leute. Wenn ihr den Pferden was Gutes tun wollt, gebt ihr einen Apfel oder gebt ihm einen oder ihr ein Karottchen. Das ist definitiv besser. Oha, Leute, jetzt kommt das ganz, ganz Nervige. Da verkacke ich manchmal, wenn ich mich nicht konzentriere, Leute. Ich finde es aber richtig gut gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig gut gemacht. Das machst du so prima, Blue. Ganz fein. Ich meine, wir machen ja hier letztendlich gerade nur Bodenarbeit mit dem kleinen Buben. Und in Star Stable reiten wir ihn dann auch. Deswegen finde ich es, also ihr wisst jetzt nicht, warum ich darüber spreche. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass er jetzt den Kopf noch so hoch hält und so. Das lernen die Pferde. Oha! So viel zum Thema. Es gibt keine Quarter-Animationen in dieser App. Habt ihr das gesehen? Er ist voll gestiegen. Also, nee, und ich denke mir halt hier, das ist jetzt noch eher, ne? Und dann kommt er erst in die Ausbildung und dann kommt er letztendlich zu uns, dass wir ihn reiten können. Und jetzt ist er schon müde. Ich war noch nicht bereit. Leute, ich war definitiv noch nicht bereit, dass er schon müde ist. Und unsere Katze ist auch einfach nur zuckersüß, Leute, oder? Ich hätte gesagt, wie letztes Mal auch, packen wir ihn noch auf die Koppel und guckt mal, wie hübsch er ist. Seht ihr ihn? Boah, ich bin einfach nur mega begeistert, Leute. Ich freue mich so krass auf Montag, wenn wir ihn endlich im Spiel haben, ihm ein Outfit aussuchen können und ihn dann das erste Mal reiten können. Dann hätte ich aber gesagt, was ist mit dieser Folge von Star Stable Horses? Falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!